Fried Chicken verbinde ich TV-Sendungen aus Amerika. Dicke, rülpsende Männer mit Eimern voller Hühnchen auf ihren Bäuchen. Das erste Mal, als ich sowas gesehen habe, habe ich es mir sofort selbst gemacht. Fried Chicken. Setzt euch hin. Relaxed. Macht euch gemütlich. Liebe Bürgerinnen und Bürger, schön, dass ich auch mal komme. Wir sind heute zusammengekommen, um Waffles and Chicken zu machen. Das gehypteste Gericht aus den United States. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo man essen darf, was man will und rauchen darf, was man will. Und was isst man am liebsten, wenn man das getan hat? Richtig. Süß, salzig, knusprig, cremig, fettig, würzig. Alles auf einmal. Das tun wir heute. Aber... Keine Macht den Drogen. Keine Macht der Sucht. Waffeln. Damit beginnen wir. Angeblich haben es die Holländer erfunden. Uns soll es egal sein, die Amerikaner haben es geklaut und ins Hühnchen integriert. Diese Ausgefuchsten. 270 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz. Dann die feuchten Zutaten. 2 Eier. Like a pro. Butter. Die ist schon flüssig, die haben wir flüssig gemacht. Aber denkt daran, die muss temperiert werden. Das heißt, die darf nicht heiß sein, die darf auch nicht wieder fest werden. Raumtemperatur, so wollen wir es haben. Milch, frisch vom Bauern, die unterstützen die Region. 500 Milliliter. Rein, rühren, 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 rühren. So einfach. Und der Bauer ist glücklich. Und dann kommen die feuchten Zutaten rein. Einfach reinlaufen lassen. Aufdrehen. So einfach. Die Hälfte klebt noch da dran. Warum müssen wir das Rezept mit der KitchenAid machen? Sollen wir meine Sendung Reikas Welt nennen? Hallo. Waffeln erinnern mich immer an Holland. Dort gibt es Coffeeshops, die Spezialwaffeln verkaufen. Ich war mal in einem. Aus Versehen natürlich. Der Verkäufer meinte zu mir, Vorsicht, diese Sorte ist super stark. Ein Stück ist genug. Ich habe 5 gegessen. Den Haag ist echt schön, weiß ich von Fotos. Unser Waffelteig ist verrührt. Wir geben ihm jetzt 15 bis 20 Minuten Privatsphäre. Jetzt kommen wir zu unserer Fried Chicken Marinade. Oder wie die Amerikaner sagen würden, Brine. Das Hühnchen wird aus 2 Gründen mariniert. Einmal, damit es sich vollsaugt mit Flüssigkeit, durch einen gewissen Salzgehalt, den wir haben. Andererseits wird es durch die Milchsäurebakterien vom Joghurt und von der Buttermilch weicher gemacht. Das heißt, die Proteinstrukturen verändern sich. Das Hähnchen wird butterzart. Das machen wir jetzt. Dafür brauchen wir ein Ei. Kokok. Buttermilch. 500 Milliliter. 15 Gramm Salz. Unser Gewürz. Sriracha. 2 Esslöffel. Ungefähr. 100 Gramm Joghurt. Und zu guter Letzt unser Glückspulver. MSG. Viele sagen, es ist ungesund. Es ist nicht ungesund. Hey. Die Seele muss auch gesund sein. Eine gesunde Seele ist nichts ohne einen gesunden Körper und andersrum genauso. Deswegen macht eure Seele glücklich. Macht MSG rein. Einmal alles verrühren und das Geile an Sriracha ist, dass es einfach perfekt emulgiert. Wenn ihr da Gewürze reingebt, habt ihr da Klumpen und so weiter, aber Sriracha emulgiert. Und es hat einen super geilen Geschmack. Und dann unsere wunderschönen Hühnerschenkel. Das sind Hühneroberschenkel ohne Knochen. Ihr könnt auch Unterschenkel nehmen, Hauptsache ohne Knochen. Und die haben wir halbiert. Einfach hier versenken, die Hühner fliegen rein, auch wenn sie nicht fliegen können. Heute tun sie es. Die lassen wir jetzt marinieren, am besten für 12 Stunden, aber ihr könnt es auch kürzer machen, mindestens 1 bis 2 Stunden. Sag mal, schmecken Waffeln und Hühnchen zusammen eigentlich gut? Ich erzähle dir mal was. Gegensätze ziehen sich an. So entstehen Liebesbeziehungen. Mein Vater zum Beispiel liebt Waffeln. Und meine Mutter
vergöttert knuspriges Hühnchen. Sie sind so ein süßes Pärchen, seit 35 Jahren verheiratet. Und sie haben etwas Wundervolles erschaffen. Mich. Oh, wie schön. Wie geht's deinen Eltern jetzt? Sehr gut. Sie sind jetzt geschieden. Jetzt kommt der heimliche Star unseres Gerichts, die Chili-Karamell-Soße. Diese Soße ist eine richtig gefährliche Soße. Also schickt eure Kinder aufs Zimmer, wir entkernen Chilis, wir kochen ein Karamell. Achtung ist geboten. Und das Allerwichtigste, Handschuhe sind ein Muss, ein absolutes Muss. Ich habe in einem Restaurant gearbeitet, wo wir den ganzen Tag Chilis entkernt haben. Und ich sag's euch, ohne Handschuhe werden da alle tot. Wir beginnen mit der Essenz dieser Soße. Sardinen-Cognac oder auch Fischsoße genannt. Der Wahnsinn. Umami. Das gibt eurem Gericht den letzten Kick. Die Power. Viele ekeln sich davor. Aber es sind fermentierte kleine Sardinen, die rumgeschwommen sind und im Salz fermentiert sind. Ich denke, was macht der da? Oder ich habe schon auf YouTube gesehen, dass manche ein Battle machen. Ein Fischsoßen-Battle. Wer traut sich, Fischsoße zu trinken? Was heißt ein Trauen? Das ist der Traum. Wie kann man sich vor so etwas ekeln? Wisst ihr, wie viel Arbeit da drin steckt? Fischsoße ist toll und ihr müsst immer probieren, ob sie gut ist. Qualitätstest bestanden. Macht das nicht zu Hause nach, das ist nur für Experten. So, wir beginnen mit der Fischsoße. 200 Milliliter rein in den Topf. 600 Gramm Zucker. Und dann einfach aufkochen. In der Zwischenzeit schneiden und entkernen wir Chilis. Einfach den Arsch ab, ab und zu in der Soße rühren, ist ganz wichtig, weil es könnte sein, dass der Zucker anbrennt, weil wir haben den Minimalgehalt an Flüssigkeit. Wir halbieren unsere Chilis längst. Und dann einfach entkernen mit einem kleinen Löffel. Und ganz wichtig, die Kerne schmeißen wir nicht weg. Die behalten wir. Je nachdem, wie scharf eure Soße sein soll, könnt ihr dementsprechend Kerne nehmen. So, unsere Soße kocht. Ausschalten. Wir haben hier 50 Milliliter Limettensaft. Da kommt die Hälfte jetzt rein. Und die andere Hälfte zum Schluss, damit wir noch ein bisschen was von der frischen Limette haben. Einfach verrühren. Beiseite stellen, abkühlen lassen. Im ganzen Haus riecht es danach. Falls ihr ein Date habt, kocht das nicht. Bestellt einfach Pizza. Die Kerne kommen in eine separate Schüssel. Eine Chili-Hälfte lassen wir übrig für die Toppings. So. Einfach grob zerkleinern, Chilis rein, ein paar Kerne rein, denn wir mögen es scharf. Richtig scharf. Limettensaft rein. Let's go. So. Die Chili-Karamellsoße muss jetzt sowieso abkühlen. Die Paste ist fertig. Wir stellen alles beiseite. Ja, machen wir eine Pause. Hallo? Hallo? Ja? Kann mir jemand helfen? Pause. Ich habe eben die Handschuhe vergessen. Handschuhe sind ein Muss. Ohne Handschuhe werden da alle tot. Haben wir jetzt an die Lunte gefasst und jetzt brennt's. Kannst du bitte einmal kräftig abschütteln? Die Chili-Karamellsoße ist jetzt abgekühlt. Das seht ihr auch an der Konsistenz. Die wird dann richtig schön dick. Und dann geben wir einfach ein bisschen was von den pürierten Chilis rein. Und verrühren das. So, jetzt schneiden wir unsere Toppings
Koriander. Gute Qualität, nicht gestreckt. Den Koriander ganz grob. Zack, zack, zack. Das war's. Easy. Frühlingszwiebeln. Darf niemals fehlen bei uns. So, die Chili nochmal längst halbieren und dann schöne Streifen. Der Waffelteig hat lang genug geruht und jetzt wird er bearbeitet. Haben wir eine Kelle? Ich finde leider keine. Kein Thema. Der Papa macht das schon, auch ohne Kelle. So, das ist die perfekte Menge. Schau dich die Sauerei an. Nicht mal eine Kelle am Set. Das hier ist meine Show. Das hier ist mein Leben. Ich könnte das sauber machen. Ich bin raus. Das hier ist meine Show. Das hier ist mein Leben. Das war wohl nichts. Aber zumindest ist es jetzt sauber. Oh, wir machen das jetzt so, mit einem Löffel. Wie soll ich so arbeiten? Ein bisschen Organisation. Ist doch das Mindeste. Oder? Ihr macht das zu Hause besser, als ich mit meinem 20-Mann-Team. Die Waffel ist wie eure Organisation. Einfach löchrig. Rudi, merkst du, wie sie dich zerstören tun? Entschuldigung, da bin ich anderer Meinung. Hör nicht auf den seine Stimme, Brudi. Du bist hier hart am Ackern und die machen schön Chili-Milli. Die gönnen dir nicht, dass du fängst. Scheiß auf dich, alle Feuer! Keineswegs würde ich dem zustimmen. Ich zitiere Otto von Bismarck. Ein bisschen Freundschaft ist mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Erinnere dich daran, wie sie dir aufopferungsvoll feuchtes Toilettenpapier brachten, um dein rektales Feuer zu löschen. Halt's Maul, du Missgeburt! Als deine Mutter gestern vor mir gekniet hat, hat sie auch die Größe von meiner Welt bewundert. Diese Ausdrucksweise verbitte ich mir. Was? Ich habe mit deiner Erziehungsberechtigten gestern eine sehr intensive Runde Uno gespielt. Bisse! Halt mich zurück! Was? Komm. Halt mich zurück! Geht's vielleicht hiermit? Gib her. So, letzter Versuch. Danach gehe ich nach Hause. Waffelbacken ins Kindergarten. Man braucht nur ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wir haben nur Spaß gemacht. Wir streiten uns nie. Dream Team, Motherfuckers. Wir machen jetzt den Teig fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Edelste vom Edelsten ist fertig, die marinierten Hühner. Die müssen eine Stunde vor dem Frittieren aus dem Kühlschrank genommen werden, damit sie Zimmertemperatur haben und innen auch gar werden, außen perfekt golden. Das ist der Grund, warum wir das tun. Wir machen jetzt unsere Panade. Wir haben hier 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Maisstärke. Unsere Gewürze, Paprika, Chili, Knoblauch und Zwiebelpulver. Rein. Ein Päckchen Backpulver. Boom. Pfeffer. Salz. Ein Esslöffel. Und dann schön vermengen, schön verrühren. Unsere Panade ist keine normale Panade, es ist eine Doppelpanade, ein Double Coating. Denn doppelt hält besser. Und im wahrsten Sinne des Wortes
bleibt die Panade so viel besser haften, wird knusprig, luftig und fluffig und wir kriegen diese geilen Flakes, die man bei Fried Chicken braucht. Die Hühner einfach ins Mehl, ganz locker abklopfen, kurz in die Panade tauchen und dann wieder ins Mehl. Und das Mehl schön andrücken und dann direkt ins Öl. Ein kleiner Gesundheitstipp an dieser Stelle, verwende Thai-Olic-Öle zum Kochen und Frittieren. Die enthalten weniger mehrfach ungesättigte Fettsäuren und dadurch entstehen auch weniger Transfettsäuren beim Kochen. Und eure Arterien bleiben sauber und rein und verstopfen nicht. Also Thai-Olic-Öle. Und weiter geht's. Ich frittiere immer mit Thermometer. Das Fried Chicken zum Beispiel bei ungefähr 170 Grad. Wenn das Fett unter 160 Grad ist, saugt sich das Frittiergut mit Fett voll und wir wollen keinen fettigen Waschlappen. Also Thermometer benutzen, damit das Fett die Panade von außen schön knusprig küsst. So, wunderschön. Bei den Straßenverkehrsregeln der sogenannten Panierstraße sollte man immer eine trockene Hand haben und eine nasse Hand. Uns sind Verkehrsregeln egal. Beim Frittieren solltet ihr darauf achten, dass euer Topf nicht zu voll ist. Denn das Öl schwimmt noch mal ein bisschen höher, nachdem das Frittiergut reinkommt. Und deswegen Öl halb voll und auch nicht wie Gordon Ramsay. Can we have this every day? Nein! So wenig Öl. Gordon, das geht nicht. Du hast es drauf, Bro. Aber dein Fried Chicken geht so. Wow. Zwischendurch kurz wenden. Schaut euch dieses Baby an. Wahnsinn, diese Flake. Das wollen wir. Wir wollen keine dicken Brocken, wir wollen keine Klumpen. Ihr müsst nichts von der Marinade in euer Mehl kippen, wie es in manchen Videos gezeigt wird. Sag mal bitte, habt ihr irgendwo ein besseres Fried Chicken gesehen in YouTube Deutschland? I don't think so. Nicht mal in den United States. Wir kommen zum Höhepunkt. Die blond gebackenen Zwillinge liegen heute unten. Schaut sie euch an. Sie sind außen süß, knusprig und innen weich und feucht. Die Fried Chicken liegen oben drauf. Knusprig, goldbraun frittiert, fast brünett. Die knackigen Schenkel sind so crispy und juicy. Jedes Mal, wenn ich reinbeiße, squirtet mir die Chica voll in den Mund. Die beiden sind ganz nach meinem Geschmack. Gebt die Soße mit eurer ganzen Liebe drauf, so viel ihr wollt. FBI, open up! Wir vollenden jetzt dieses Kunstwerk. Die Toppings kommen drauf. Koriander, Frühlingszwiebeln und die guten Chili-Streifen. Schaut es euch an. Krossblonde Waffel, knusprig frisches Hühnchen, sexy Chili-Karamell. Das ist der beste Dreier eures Lebens. Ran an die Titten. Ach, dieses Essen macht mich jedes Mal richtig scharf. Bin ich der Einzige, der bei Hühnerbrust an Titten denkt? So, einfach hier das Brot. Schön auf die Hand. Chili-Karamell nochmal drauf. Das andere Brot drauf. Oder Waffel. Für mich ist es wie Brot. Wünscht mir Glück. Wie eine Droge. Suchtpotenzial garantiert. Das ist das beste Essen, was ich jemals in dieser Sendung gekocht habe. Wenn meine Eltern jetzt hier wären und dieses Essen probieren würden, würden sie sich bestimmt wieder verlieben. Und wir wären wieder eine glückliche Familie. Mama? Baba? Wenn ihr noch mehr so geilen Shit sehen wollt, gebt einen Klaps auf den Abo-Button, aktiviert meine Glocke, gebt einen Daumen hoch. Bis demnächst, ihr verrückten Hühner. Wisst ihr, was meine Mutter sagen würde, wenn ihr das Video hier seht? Mein Sohn, hast du Schande über unsere Familie gebracht? Ist das eigentlich FSK 18? Darf ich Titten sagen? Ja, ne? Oh, warum brennt das so?